Immer wieder fordern einen Influencer auf, man soll Postings liken, kommentieren und am besten auch noch speichern und hier auf YouTube natürlich unbedingt die Glocke aktivieren. Warum? Natürlich wegen dem Algorithmus. Aber was heißt das eigentlich? Was macht ein Algorithmus auf YouTube, Instagram oder TikTok? Das klären wir heute. Am besten fangen wir da mal ganz von vorne an mit der Frage, was ist eigentlich ein Algorithmus? Achtung an alle Pros, was jetzt kommt, ist natürlich stark vereinfacht. Ein Algorithmus ist eigentlich nichts anderes als eine ganz genaue Anleitung. Wie ein Rezept. Man kann sich das mit einem Kuchenrezept eigentlich ganz gut vorstellen. Man sucht sich erst ganz bestimmte Zutaten und packt die dann in einer ganz bestimmten festgelegten Reihenfolge zusammen und vermischt die dann. Ist der Teig dann weich, kommt die nächste Zutat dazu und dann geht's immer weiter. Aber die Anleitung ist ganz genau festgelegt und an die muss man sich halten. So ein Algorithmus kann im Gegensatz zu mir, wenn ich Kuchen backe, auch ziemlich komplizierte Anweisungen ausführen. Und das ist total wichtig, denn so ziemlich alles, was wir um uns rum haben, also von der Waschmaschine über den Staubsaugerroboter bis hin zu unseren Smartphones und den einzelnen Apps darauf, das alles basiert auf Algorithmen. Stell dir vor, du folgst etwa 300 Accounts auf Instagram. Da werden dir nicht alle Postings von diesen Accounts in deinem Feed angezeigt. Und auch die Stories werden ja irgendwie sortiert. Vielleicht ist dir schon mal aufgefallen, dass Stories von manchen Accounts bei dir immer ganz vorne erscheinen und andere Stories hast du schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen, weil die irgendwo ganz weit hinten landen. Instagram sortiert also irgendwie vor, was dir angezeigt wird. Und jetzt ist die Frage, wie? Richtig, genau hier kommt jetzt der Algorithmus ins Spiel. Der ändert sich übrigens immer wieder mal ein bisschen und das ist dann meistens der Moment, wo sich Influencer darüber beschweren, dass ihre Postings niemandem mehr angezeigt werden. Aber kommen wir zurück zum Algorithmus. Was macht er denn jetzt genau? Der Algorithmus entscheidet, welche Postings dir angezeigt werden oder welche Stories vorne erscheinen. Und das macht er, indem er entscheidet, welche Inhalte für dich besonders relevant sein können, also besonders interessant für dich sind. Ein Algorithmus könnte zum Beispiel so aussehen. Der Algorithmus bekommt also diese Anweisung. Nimm alle Posts, die ich noch nicht gesehen habe. Wenn der Post von einem Account ist, den ich häufig like, dann erhöhe die Relevanz. Wenn der Post von einem Account ist, den ich häufig besuche, dann erhöhe die Relevanz. Wenn der Post eine Person zeigt, dann erhöhe die Relevanz. Und jetzt sortiere alle Posts nach Relevanz und zeige sie mir dann im Feed an. Außerdem entscheidet der Algorithmus auch darüber, welche Postings oder Inhalte für andere Menschen interessant sein könnten. Der Algorithmus geht zum Beispiel davon aus, dass Postings, die häufig kommentiert werden oder häufig verschickt werden, besonders spannend sind, also auch andere Leute interessieren könnten. Diese Postings bekommen dann eine größere Reichweite. Das ist jetzt übrigens genau der Grund, warum Influencer so häufig zum Kommentieren ihre Postings auffordern. Denn so erhalten ihre Inhalte eine größere Reichweite. Und mit Reichweite verdient man auf Social Media nun mal Geld. Klar also, dass Influencer probieren, alles zu tun, um dem Algorithmus zu gefallen. Wenn wir von Algorithmen reden, dann hört sich das irgendwie oft so ein bisschen gruselig an und wir sprechen davon in einem negativen Zusammenhang. Aber sind Algorithmen jetzt eigentlich gut oder böse? Das klären wir im nächsten Video zum Thema. Wann das kommt? Gut, dass du fragst. Nächste Woche aber klick lieber mal auf Abonnieren, wenn du es nicht verpassen magst.